Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt aus dem Hause Flattermann 85. Und wir spielen ein Spiel, was wir eigentlich so in der Form selten gespielt haben. Den letzten Ego-Shooter, den wir zusammen gespielt haben, das war Cold Winter. Und jetzt spielen wir Return to Castle Wolfenstein. Und die Memory Card wird gecheckt und anscheinend ist eine da. Und das Spiel ist von Astrovision. Quatsch, von Activision. Scheiße. Ich dachte, ich könnte mal im Voraus denken. Das klappt aber nicht so gut. Wir gucken uns das Ganze mal an. ID. Okay, die haben auch andere schöne Spiele gemacht, wie zum Beispiel Doom. Bin ich auch großer Fan von. Und Grey Matter kenne ich jetzt nicht groß. Aber das soll uns nicht stören. Noch jemand? Hilfe. Ah ja. Raster Productions, okay. Und darum geht es. Wir drücken den Startknopf. Und ich denke, wir gucken mal kurz in die Optionen. Controls will ich gar nicht wissen. Ich dachte, ich könnte noch was an den Einstellungen, oder? Ich guck nochmal. Ach, nee, das verstehe ich lieber nichts. Wieder mal ist es lange her, als ich dieses Spiel hier das letzte Mal gespielt habe. Und ja, wir machen einfach mal direkt New Game. Don't hurt me. Can I play Daddy? Oder Bring him on, oder? I'm Death Incarnate. Wir bleiben mal hier am Anfang stehen von Don't Hurt Me. Ich denke mal. Ja, wir nehmen mal den hier. Klingt natürlich noch nicht so herausragend, Don't Hurt Me, ne, aber. Ja. Wir gucken mal, worum es denn überhaupt im Groben geht. May the fates hold off the coming of the storm. Jo, das war also der böse Heinrich. Return to Castle Wolfenstein immediately. Notify Herr Himmler. Found him. Ja, und diesen Heinrich
will man also wiederbeleben. Und das müssen wir verhindern. You wanted to see me, Major? Captain Blazkowicz, come in. You've been reassigned. The OSA has a top secret mission, and they think you're the right man. Allied intelligence? Yes. I'd like you to meet Agent One. He'll brief you on your mission and new orders. Welcome aboard, Captain. We don't have much time for introductions right now. We've got transport waiting to take us into Northern Egypt. Northern Egypt? Rommel's not in Egypt. We're not after Rommel. Head of Hitler's SS, Heinrich Himmler, has sent a team into the area, and we're off to find out why. I'll explain on the way. Grab your gear and report to the motor pool immediately. Himmler's new SS Paranormal Division was first spotted here about a week ago. Helga von Bülow will be arriving today to oversee the operation. Now, our job is to grab Helga and find out what's got Himmler's attention out here. So what's your plan? The Nazis are concentrated around the command post in the center of town, here. And the ruins on the outskirts, here. Helga has to be in one of those locations. We'll cover more ground if we split up. Agreed. I'll take the command post and leave the archaeology to you. Remember, our primary objective is to locate and capture von Bülow. Alerting the guards to our presence may jeopardize this mission. Right, let's move out. Ja, wir dürfen also Adolf in den Arsch treten und das finde ich besonders cool an diesem Spiel. Das ist also unsere erste Mission. Gut. Wir können uns das durchlesen. Aber ich habe da jetzt keine Lust zu. Ihr könnt das gerne durchlesen. Ich lasse es wieder so ein bisschen auf Pause, wie bei den Resident Evil Spielen auch. Und dann dürft ihr euch das gerne durchlesen. Also leider, wie ihr gemerkt habt, ist das Spiel in Englisch, aber ich hoffe, das stört euch nicht. Mich stört's nicht. Ich finde es sogar eigentlich ziemlich witzig, weil die Synchronisation dadurch wesentlich lustiger ist. Besonders, wenn die Amerikaner dann versuchen, die Deutschen zu sprechen. Das ist einfach geil. Ich finde es saulustig. Deswegen wollte ich euch das Spiel auch schon mal zeigen. Allein wegen der Synchronisation. So, hier starten wir also. Okay, das ist unsere Waffe. Hübala. Gleich wieder Hinweise. Select button to helpful. Ja, okay, ich will keine Hinweise. Mal gucken. Doch, wir gucken uns die Hinweise beim an. Ja, da steht halt nur nochmal in Kürze unsere Aufträge dran. So, hier können wir Waffe wechseln. Wir haben Messer momentan und unsere Pistole hier. Ich glaube, wir begnügen uns momentan mit der Pistole und gucken erstmal so ein bisschen rum. Da hinten, da ist schon einer. Wir sehen, dass unser Fadenkreuz hat sich gerade rot verfärbt. Das heißt, dass wir da jemanden töten können. Hallo. Hallo. Das ist doch eine Faust. Die darf ich doch kaputt machen. Ihr wollt mich doch jetzt verarschen, ne? Hallo. Na endlich. Ich muss aber direkt davor stehen hier. Das ist ja... Witzig finde ich auch, wenn wir treten, ne? Dass unser Bein so richtig schön in den Bildschirm gestreckt wird. Ich find's lustig. Da war schon mal nichts drin. Und es wimmelt in diesem Spiel auch von Geheimnissen. Aber ich glaube, ich werde leider nicht alle finden. Dafür ist das Spiel ein bisschen zu lange her. Aber so ein paar weiß ich, glaube ich, noch. So, der ist jetzt weg. Ich hoffe, der kommt nochmal wieder. Können wir hier rein? Die ist auch dicht, die Tür. Mensch. Also können wir ja nur in diese Richtung erstmal. Gut, gucken wir mal vorsichtig hier lang. Da ist Springen, da ist Ducken, okay. Das gibt's doch nicht. Hier ist ja nichts. Wo seid ihr denn alle? Huh. Okay. Hier ist anscheinend auch nichts Sinnvolles. Ja, klasse. Ah, ich hab dich. Ja. Hübbele! Wo bist du? Komm her hier. Ich hab dich gesehen. Brauchst dich gar nicht verstecken. Ich finde die Geläusche finde ich so übertrieben lustig, wenn die hinfallen.
Hallo Stuhl. Wir können alles Mögliche kaputt hauen und kaputt treten, das finde ich auch cool. Und hier können wir was grabben. Oder was nehmen, Entschuldigung. So. Munition. Aber keine neue Waffe, ne? Nö, leider nicht. Oh doch. Ach, das ist. Ach doch! Das ist ja schon eine zweite Waffe. Wir haben jetzt diese und wir haben die. Ich habe jetzt keine Ahnung, welche jetzt besser ist. Irgendwo war auch ein Nachladeknopf, den ich gerade nicht finde. Aber was soll's, ne? Wo ist denn der Nachladeknopf? Ah! Den Stick reindrücken, okay. So, da kommen wir noch nicht rein. Gehen wir erstmal weiter. Ich könnte mal die andere Waffe auch nachladen, fällt mir gerade so. Das Messer kann man nicht nachladen, hätte mich jetzt auch gewundert. So, öffnen wir hier. Komm. Scheint nichts zu sein. Die Tür ist auch dicht. Okay, ist noch nicht so viel los hier. Ich muss mich auch wieder ein bisschen erstmal an das Spiel gewöhnen. Fragezeichen, warum? Ich kann X drücken, um... Ja, das ist mir klar. Das habe ich ja schon gemacht. Ach, da! Okay, hier sind auch wieder einige Berichte. Ja, die dürft ihr dann wieder auf Pause drücken und lesen. Wenn ihr die Hintergrundgeschichte noch so ein bisschen erkunden wollt. Ich habe das Ganze ja schon mal durchgespielt, von daher will ich das jetzt nicht unbedingt. Nur ist er hingefallen. Ich weiß noch nicht, welche Knarre ich jetzt nehmen soll, ehrlich gesagt. Das ist, bin noch so ein bisschen hin und her gerissen. Wir werden das schon irgendwie austesten. Okay, die Kinder sollen von den Fenstern weggehen, habe ich so verstanden, ne? Okay, das sind wohl dann irgendwelche ängstlichen Mitbewohner oder Bürger. Aber von mir braucht man doch keine Angst haben. Ich bin ganz harmlos. Ja, schon wieder ein Hinweis. Was willst du denn schon wieder von mir? Ja, das weiß ich, dass ich Gegenstände kaputt kloppen kann. Das mache ich doch schon die ganze Zeit. Was? Wer will hier was von mir? Hier können wir hoch. Machen wir doch mal, ne? Schon wieder ein Hinweis. Langsam nervt's. X, um Türen zu öffnen, ja. Vielen Dank. Machen wir gleich. Ich will erstmal gucken, ob hier noch einer rumkraucht. Ja, Mensch, Junge. Ich brauche ein scharfes Auge, ja. Habe ich, immer. Nee, jetzt gucke ich... Also langsam... Meine Feinde sind überall, ja. Mach ja nichts. Ich bin auch überall. Kann ich hier auch noch raufgucken? Nee. Darauf kann ich auch nicht, ne? Aber ich kann da rein. Und hier ist ein... Motorrad. Und das läuft noch anscheinend. Hört sich jedenfalls so an. Hey. Ey, das war ein super Schuss. Ach, das Motorrad läuft. Okay. Ja, jetzt habe ich deinen Reparaturzwang unterbunden. Kann ich den hier kaputt kloppen? Ach du Scheiße, das war keine gute Idee. Fuck. No items. Ich dachte, ich hätte vielleicht noch... Ach, ich kann mich auch schnell umdrehen. Cool. Das war nicht so gut. Ah, verdammt. Den kann ich auch kaputt machen, aber da kloppe ich lieber, mache ich lieber so. Mission failed. Ja. So, das war jetzt der erste Eindruck vom Spiel. Super. Ja. Retry or continue? Was? Wieso? Das ist logisch. Ich habe ja noch nicht gespeichert. Okay. Jetzt geht's also richtig los. Ja, danke. So, jetzt fangen wir nochmal richtig an. So. Jetzt können wir das Ganze auch ein bisschen schneller hier angehen, denke ich mal. Ich will nur mal eben gucken, ob hier noch was... Ne, da waren wir ja... Aber hier oben ist da was, sehe ich gerade. Mal. Hallo. Gut, wir machen das nochmal vernünftig jetzt.